Na, fährst du super Auto? Also viel, viel besser als der Durchschnitt natürlich. Und du weißt auch viel mehr über Aktien, Bitcoin, ja, und auch andere Dinge und weißt, wie die Welt funktioniert. Ja, ich wollte heute über den Dunning-Kruger-Effekt reden und darüber, dass man sich oft bei, ja, eigentlich weiß man gar nichts, aber man hat so ein bisschen erfahren und dann denkt man, wow, ich bin der Experte. Mega, auf jeden Fall. Und den Dunning-Kruger-Effekt, den sollte man sich ein bisschen bewusst sein, denn oft denken wir, wir wissen was total und sind total die Experten und haben voll durchgeblickt und dabei, nope, gar nicht. Und das Schlimmste ist, ey, wir erkennen es nicht mal selber. Gruselig. Aber ey, wie kam es da eigentlich dazu? Also in den 90ern war da ein Herr, der hat einen Banküberfall gestartet und hat sich wirklich Zitronensaft ins Gesicht geschmiert. Ja, das kennst du bestimmt. Früher, weißt du noch, du hast da was geschrieben und dann ist man dann über diese Schrift gegangen mit dem Zitronensaft, mit dem Bügeleisen und auf einmal konnte man es lesen. Ich erinnere mich noch an die Kindheit. Vielleicht du auch. Und der Herr dachte wirklich, man sieht ihn nicht. Und völlig überzeugt. Also so eine Selbstsicherheit. Ja, und da haben sich dann die zwei Forscher hier gedacht, woher kommt das? Wow, ist das, das ist ja Wahnsinn. Total begeistert praktisch, ne? Wie kann das sein? Und da frage ich mich auch, ja, wie kann das sein, dass 80% der Deutschen sagen, dass sie besser Auto fahren können als der Durchschnitt? Also mathematisch geht das nicht. Also das ist ein Bereich, da bin ich zum Glück beim Autofahren nicht dabei, weil ich sehr, sehr schlecht parke und es ist optisch bemerkbar. Also so gesehen kriegt man die Selbstreflexion fast jeden Tag geliefert. Aber da gibt es bestimmt auch Bereiche, von denen ich dann auch betroffen bin, denn man sieht es nicht. Ah! Und wenn man allerdings ein Gespür dafür entwickelt, vielleicht ist es doch nicht so und sich mit einer Metakognition praktisch selber auch hinterfragt, das Denken ist eigenes Denken, dann hat man eine Chance. Aber jetzt kommen wir erstmal zum Grundgedanken. Dann, ey, was ist denn das überhaupt? Und wie kann ich mich so ein bisschen davor schützen? Denn das kann auch gefährlich werden. Also, worum geht's denn eigentlich? Es geht darum, dass man seine Fähigkeiten total überschätzt und auch denkt, ey, die anderen, die wissen voll viel weniger. Und boah, wenn man so ein bisschen die letzten Jahre sieht, dann auf beiden Seiten kann man das ja erkennen, ne? Da sind ja überall Experten gewesen. Auf jeden Fall hatte jeder ein Biologiestudium irgendwie. Und ja, momentan sind die Leute andere Experten. Ja, ist immer echt schwierig. Vor allen Dingen, wenn man immer die Wahrheit hat, ne? Allgemein, wenn du denkst, du hast die Wahrheit und alle anderen sind doof, dann, ja, dann ist so eine Metakognition, sich selbst mal hinterfragen, gar nicht so schlecht, ne? Aber machen wir mal weiter. Also das Schlimme ist beim Dunning-Kruger-Effekt, dass du noch nicht mal weißt, wie inkompetent du bist. Denn wenn du gerade was Neues lernst, also was total Neues, vielleicht kennst du das, kennst du früher diese Was-ist-was-Bücher und da gab es so Atomphysik oder sonst irgendwas, ne? Und dann siehst du das und dann denkst du dir, wow, so sieht dein Atomkern aus. Ich weiß jetzt voll viel und dann geht es immer weiter und dann wird das immer komplizierter und irgendwann merkst du, so nachdem du über dieses Was-ist-was-Buch raus bist, dass du gar nicht so Antimaterie richtig verstehen kannst, eventuell. Und die mathematischen Kenntnisse sind nicht da und oh, ein totales Tief. Wahrscheinlich hast du ein paar Bücher gelesen. Du weißt jetzt mehr als der Was-ist-was-Typ. Also du in der Vergangenheit. Wenn du dich allerdings mit dem Vergangenheits-Ich unterhalten würdest, wäre es dann beim Dunning-Kruger-Effekt so, dass dein Vergangenheits-Ich sich viel, viel sicherer ist, obwohl es viel, viel weniger weiß. Denn, ey, man weiß ja nicht, wie viel man nicht weiß. Ja, Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß, ne? Mit der intelligenteste Satz, ne? Wenn du das weißt, dann hast du eine ganz gute Chance eigentlich. Ja, und das Problem ist noch, dass egal wie intelligent du bist oder gebildet du bist, ey, du kannst dich nicht vor diesem Effekt schützen. Es kann dich fett treffen. Mitten ins Herz. Du kannst sehr intelligent sein, aber boom. Ja, immer so Selbstwert und Einschätzung ist halt eine andere Sache als ein IQ, ne? Und oft wird so das Beispiel genannt, wenn dann jetzt so eine Talkshow runter wäre. Also nehmen wir mal an, hier, Leute gehen zu Lanz
und ins Fernsehen. Und dann ist ein Herr, der weiß echt wenig, der hat das Dunning-Kruger-Syndrom praktisch, ist aber so selbstsicher, dass er es super vorträgt. Und jemand, der so ein bisschen mehr weiß, ne, so boah, voll unsicher, denn er weiß ja, was er nicht weiß. Vielleicht hast du das im Studium gehabt, so machst du Abitur, ja, machst vielleicht so Philosophie-Abi und du gehst so voll rein und denkst so, boah, Mann, hier im. Ich, ja. Und dann denkst du dir im Studium hinterher, wenn du in den Vorlesungen sitzt, oh mein Gott, das ist viel, viel weitreichender. Und dann bist du auf dem Status. Und danach kommt der Expertenstatus. Allerdings, Experten unterschätzen oft, was andere Leute nicht wissen. Das ist ein Problem. Und manchmal unterschätzen sie sich auch so ein kleines bisschen. Sie gehen praktisch davon aus, dass das schon normal ist, dass man das weiß. Und in so einer Talkshow-Runde kann dann der Herr, der oder die Dame, die ganz wenig weiß, super überzeugend rüberkommen, sodass die Zuschauer dann davon überzeugt werden, wow, der weiß es, der weiß es. Und wenn er nicht aufgeklärt wird oder irgendwie ein Kommentar ist oder irgendetwas, dann werden die Leute davon überzeugt sein. Ja. Und ja, so gesehen ist es dann auch ansteckend, denn man hat ja jetzt eine Talkshow-Runde gesehen und man weiß voll über das Thema Bescheid. Das könnte einigen passieren und dann ist das hinterher ansteckend. Also es gab einen Forscher, den Bonhoeffer, und es ja, es ist eine sehr traurige Geschichte, denn er ist hinterher im Lager gestorben, während der NS-Zeit, kurz vor der Befreiung, und er hat gesagt, dass Dummheit ansteckend ist, dass Propaganda ansteckend ist und dass Dummheit gefährlich ist. Deswegen es ist es manchmal ganz gut, sich dessen bewusst zu sein, vielleicht um andere Dummheiten in Massen zu verhindern, eventuell, wenn sich die Menschen mehr bewusst sind, dass man manche Sachen einfach auch nicht weiß und dass es völlig fein ist, ne? Auch wenn das manchmal sehr schwer ist. Aber es kann jeden treffen. So, wir gehen jetzt auch, es kann jeden treffen. Guck mal, wenn du jetzt so überlegst, du möchtest nicht diesen Dunning-Kruger-Effekt haben. Das heißt, du musst dir erstmal so ein bisschen bewusst werden, naja, wo hast du das denn alles her und so. Und ja, du kannst nicht wissen, was du nicht weißt. Das ist schon mal klar. Das ist super. Das weißt du. Und dann, man neigt ja zu, den Selbstwert zu schützen. Das heißt, wenn man jetzt mal durch YouTube geht oder auch durch Videos, das habe ich beim meiner Recherche für diese Dating-Sachen echt oft erlebt, dann man schätzt sich immer eher, wenn man jetzt eine Skala von 1 bis 10 hat Attraktivität, was ich sowieso echt sehr schwierig finde, sagen wenige Leute 5. Die meisten würden 6 sagen. Also ein bisschen besser als der Durchschnitt, genau bei Intelligenz. Immer so ein kleines bisschen besser als der Durchschnitt, damit man gut darstellt und sich selber schützt. Aber das ist ja eigentlich auch. Eigentlich ist das ganz menschlich und hat auch eine Funktion, ne? Ja, also worauf du achten solltest, ist, guck mal auf dein Feedback. Bist du der Einzige, der es anders sieht? Und sind alle anderen dumm? Auch die Leute, die studiert haben, jahrelang geforscht haben. Und es ist egal, was dir vorgelegt wird. Es ist nicht, alles andere ist falsch. Auf jeden Fall. Du bist sowas von überzeugt. Und dann kannst du dich noch fragen, warum denke ich das? Wo ist meine Quelle? Und woher kamen die Infos einfach, ne? Und wie wurden sie verpackt und wer hat sie denn verpackt? Das ist eine ganz wichtige Sache. Und auch zu gucken, wer noch meine Meinung teilt. Das heißt, guck mal ein bisschen rum und sieh dir das so ein bisschen an und dann denk mal, okay. Aber was kann man machen, wenn du das jetzt erkannt hast? Also das Wichtigste ist eigentlich, du musst dich selbst reflektieren. Also diese Metakognition ist praktisch das Schulen über das Denken, über dein eigenes Denken. Das heißt, dich selbst zu hinterfragen. Du wirst so ein kleiner Sokrates beispielsweise, ne? Und das kann echt helfen, dass man praktischen Realismus reinbringt, das versucht realistisch zu sehen, dass man auch andere Meinung anerkennt, vielleicht auch erstmal konsumiert und das dann und sich damit auseinandersetzt, praktisch mal seine Bubble verlässt. Das kann echt wehtun. Ich mache das oft bei YouTube, dass ich Sachen sehe, die gar nicht meine emotionalen Meinungen und Werte entsprechen, einfach um diese blinden Punkte nicht zu haben. Und ich kann ja nachher immer noch sagen, dass es doof ist und dumm.
für mich oder emotional nicht moralisch in meiner Welt. Allerdings, ich versuche mich damit auseinanderzusetzen und das tut manchmal echt weh. Also Dummheit kann wehtun, aber auch die eigene Dummheit. Denn guck mal in die Vergangenheit, jeder hatte doch mal dieses Syndrom und war mal echt ein bisschen dumm. Also, ach man, kann mich nicht davon freisprechen. Und ein richtiger Experte zu sein, meine Güte, wann ist man ein richtiger Experte? Das wegen, ey, wenn du hier irgendwie Fehler entdeckst oder sonst irgendwas, ne, oder Anregungen, was ich dann anders formulieren könnte, schreib mir, kein Ding. Denn Dunning-Kruger, das erwischt jeden. Ne? Und was kann man denn jetzt machen? Ne? Also Aufklärung und Lernen ist wichtig, denn nur wenn man mehr von einem Thema lernt, dann weiß man ja überhaupt, was man nicht weiß. Und ein Bildungsangebot praktisch auch kostenlos zur Verfügung zu stellen, beispielsweise hier durch Podcast, YouTube oder Videos, das kann schon sehr helfen, vor allen Dingen offen zu sein und auch offen für Lernen. Und das kann dir dann wirklich helfen, nicht in diese Falle zu fallen. Also, denn du kannst nicht wissen, kannst du ändern. Dummheit ist manchmal nicht so einfach, da braucht man manchmal externe Hilfe, wenn man die Metakognition nicht so hat und sich nicht selber hinterfragt. Es gibt sogar eine Studie, da hat man Männer und Frauen verglichen und beim Marathonlauf. Und ja, das war 2003. Das hat Dunning dann noch ohne seinen Partner dann praktisch gemacht, unter seinen Studienpartner. Und da kam auch raus, dass Frauen sich eher so ein bisschen unterschätzen, Männer überschätzen. Und Jugendliche fangen beim Marathon auch voll schnell an und werden dann langsamer, unterschätzen sich manchmal, weil sie es dann noch nicht so raus haben. Ne? Aber über 60-Jährige stand da auch. Und ich dachte mir, wow, was? Was ist denn da los? Und ja, ich finde das immer sehr interessant, dass man praktisch mal guckt, gerade beim Marathonlauf, die Leute, die langsam gestartet sind und dann durchgelaufen sind und die Leute, die zu schnell gestartet sind und dann, ja, dann mussten sie langsamer werden, weil sie sich einfach anders eingeschätzt haben. Ne? Das ist echt interessant. Klar, es gibt auch immer so Studien an der Universität, wo sich Leute einschätzen bei Testergebnissen und die Leute, die besonders schlecht abgeschnitten haben, dachten, oh, nee, ich bin besser. Während mittlere Leute so, ja, sich, ja, dann ging das dann schon runter, die Selbsteinschätzung. Und Experten haben sich manchmal sogar ein bisschen unterschätzt. Also so hat man das praktisch auch ein bisschen geprüft. Da gibt es so Graphen. Und das erste ist dann praktisch, dann nennt man auch den Mount Stupid. Fand ich sehr interessant, praktisch da. Da ist der Dunning-Kruger-Effekt voll da. Dann gibt es dann danach das Tal der Verlorenen und Ahnungslosen. Und danach kommt die Expertenstatus-Erleuchtung. Yeah! Ich finde, man sollte das auch mal so ein bisschen so sehen. Und ganz wichtig, es kann jedem passieren. Also, ernsthaft, hinterfrag dich. Was weißt du? Was weißt du nicht? Und was auch hilft, ist einfach Demut. Denn guck mal hier, also guck dich mal um. Also seh dich einfach mal um oder wenn es dunkel ist und du kannst in die Sterne sehen, seh mal ins Universum und dann überleg mal, was weißt du denn eigentlich, was wissen wir als Menschen und was können wir eigentlich wissen? Ist eigentlich die ganze Menschheit vom Dunning-Kruger-Effekt so betroffen? Na, ich versuche ja immer am Ende so eine Frage zu stellen. Ne? Ja, und wenn du jetzt merkst, oh, hat zugeschlagen, übe dich ein bisschen in Metakognition, hinterfrag dich selber. Aber was ich ganz wichtig finde, wenn du einen Selbstwert erreicht hast und dich dahin gekämpft hast und so, ne, du bist nicht weniger wert, wenn du was nicht weißt. Deswegen hau das nicht auf deinen Selbstwert, denn wir können nicht alles wissen und das ist doch eigentlich auch völlig in Ordnung und das macht das Leben doch auch spannend, oder? Ja. Ja, dann hoffe ich, dass dir diese Folge gefallen hat und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bye!